Der Besucherinnenstrom reißt nicht ab. Es ist der erste Tag einer Jubiläumsmesse. Die Kreativa findet zum 40. Mal statt. Und die meisten Gäste sind Wiederholungstäterinnen. Ich komme eigentlich seit vielen Jahren mit meinen Freundinnen immer extra zur Kreativa aus Kassel hierher. Es ist ein festgebuchtes Mädels-Event. Ich bin jetzt mittlerweile so bestimmt das 30. Mal hier auf der Messe und komme jedes Jahr immer gerne wieder, wenn sie stattfindet. Ich komme ungefähr seit 30 Jahren zur Kreativa, um mich zu informieren und schöne neue Sachen zu entdecken und auszuprobieren. Inspiration suchen hier alle, wenn die Kreativbranche zum Treffen einlädt. Dabei hat die Messe eine steile Karriere in den 4 Jahrzehnten hinter sich. 40 Jahre Kreativa heißt natürlich auch eine Entwicklung hin zu Europas größter Kreativmesse. Hier trifft sich die europäische Kreativbranche. Insgesamt hat die Messe ein Einzugsgebiet von knapp 20 Millionen Menschen, im weiteren Umkreis sogar knapp 60 Millionen Menschen. Von Keramik über ungewöhnliche Lampenideen bis hin zum Stoff. Alle Sinne werden hier aktiviert, um kreativ zu sein. Kein Wunder, dass auch die Aussteller immer wieder kommen. Beispielsweise die Firma Dortex, die wie die Kreativa zu einem internationalen Player gewachsen ist. Bei der Kreativa sind wir schon viele Jahre dabei. Und wir machen hier immer gerne mit, weil wir aus der Region sind. Wir sind aus Dortmund. Und wir vertreiben Etiketten, lasergravierte Etiketten, bedruckte Etiketten, gewebte. Wir haben Anhänger, wir haben Eventbänder. Und treffen damit offenbar gut den Geschmack ihrer Kundinnen und Kunden. Um deren Wünsche kennenzulernen, spielt die Kreativa eine große Rolle. Das ist einfach schön, sich hier auch auszutauschen vor Ort auf der Kreativa, dass man mal andere Ideen hört, was die Menschen so für Projekte haben, was sie so bewegt. Ein paar Meter weiter trifft man auf die nächsten alteingesessenen Aussteller. Die Firma Blättermann verkauft quasi die Hardware zu den Etiketten. Wir sind seit der ersten Kreativa mit dabei und ich denke, als ein alteingesessenes Dortmunder Unternehmen sollte man auch auf einer dort ansässigen Messe dann auch ausstellen. Solche Hightech-Maschinen, die nicht nur nähen, sondern auch sticken können, kosten gern mal so viel wie ein Kleinwagen. Und wer so viel Geld ausgibt, will auch im Fall der Fälle eine Reparaturwerkstatt haben. Und das bietet die Firma als einer der wenigen noch an. Ja, bei uns ist es einfach mal ganz anders als gewohnt. Bei uns schraubt die Frau. Die ist seit Jahrzehnten dabei und die hat einfach den technischen Durchblick. Und den braucht man auch, denn die Kundinnen wollen nicht selten wissen, was genau unter der Haube steckt, bevor sie tausende Euro bezahlen. Die Kreativa dürfte genau deswegen eine Erfolgsgeschichte geworden sein, weil sie viele Menschen an einen Ort zusammenführt, die alle eins wollen: kreativ sein. Diese Entwicklung, die wir jetzt in 4 Jahrzehnten dann auch haben, sind auch immer ein Abbild letztendlich der kompletten Kreativbranche, die dann jeweils auch ihre Schwerpunkte setzt. Ist es Nähen, ist es aus dem Stickbereich, ist es der Bastel- oder auch der Malbereich? Ja, und das finden wir hier letztendlich seit 4 Jahrzehnten in Dortmund immer wieder. 40 Jahre Kreativa und immer noch ist die Messe ein Publikumsliebling mit immer neuen Ideen und neuen Trends.